wahrscheinlich relativ spät, während andere schon früher vorgestellt haben. Geht bei mir halt nicht wegen Schichtarbeit, ich bin halt noch normaler sterblicher Mensch. Aber ich versuche es euch trotzdem jetzt so aktuell wie möglich zu liefern. Es gibt ein Jubiläum. 10 Jahre World of Tanks Konsole. Und ich muss sagen, erst einmal zu dem Move finde ich ultra gut. Also wirklich Props. Finde ich cool. Mit dem Move auch für die, die lange schon dabei sind und viel gelitten haben, einen 10er geschenkt zu bekommen. Wie er genau ist, werden wir dann in den Runden rausfinden. Das wird so ein Ersteindruck-Video. Ich habe keine Ahnung, man sieht zwar die Stats, aber wie sich der Panzer dann im Gefecht wirklich verhält, ist immer eine andere Sache. Ja, wie gesagt, aber den Move finde ich absolut cool. Für die, die wirklich schon lange dabei sind, gibt es einen 10er geschenkt. Finde ich nicht verkehrt, also könnt ihr mir gerne mal eure Meinung schreiben. Ich finde es echt angenehm, um den Leuten halt auch mal ein wenig was entgegenzubringen, die schon lange dabei sind, halt wirklich das wertzuschätzen, dass man das Spiel lange bedient hat. Und da finde ich es nur angemessen, denen auch mal was zu schenken. Bei WG macht dadurch nicht wirklich viel Verlust, würde ich jetzt mal meinen, dadurch die Leute immer noch genug kaufen. Ja, wir schauen uns den jetzt mal an. Wie gesagt, das wird ein Ersteindruck-Video. Ich habe die Stats grob in der Internetseite heute am Tag mal überflogen. Ja, ansonsten, man kriegt den Skin auch noch geschenkt. Das ist ganz cool. Der sieht auch gar nicht verkehrt aus, muss ich sagen. Ich meine, wir hatten wirklich schon schlimmere, wirklich viel schlimmere Skins für Panzer. Aber damit kann ich auch leben. Der Panzer an sich, ja, grenzwertig, ob das ein Zweiter Weltkriegspanzer oder überhaupt ein Prototyp sein sollte, weil der sieht schon sehr eher nach Cold War oder modernem Prototyp zwischen Cold War und Gegenwartspanzern aus. Aber wir wissen ja alle, WG, ja, da ist halt WG wirklich anders als Gaijin. Wer jetzt nicht weiß, was Gaijin ist, ist halt der Entwickler von War Thunder. Und in War Thunder gibt es wirklich nur Fahrzeuge, die mindestens einmal als Prototyp gebaut wurden, also die es wirklich gibt. In Tanks sind ja selbst Blaupausen und Vorschläge als Panzer mit drin. Ja, ich würde sagen, das ist schon genug geredet. Wir schauen uns einfach mal an, was die Panzerung zu bieten hat. Und da muss ich sagen, sieht schon irgendwie erstmal komisch gewinkelt aus. So eine kleine, ein kleiner Teil Wanne, dann noch so ein Pfeil nach oben, dann irgendwie eine zweigeteilte Wanne. Wir haben eine Ober- und Unterwanne untere Hälfte und wir haben eine Oberwanne obere Hälfte, die sehr gut gewinkelt aussieht. Auch mit einer runden Front. Das könnte ganz stark sein. Wir haben hier noch Schulterplatten, die so orange sind. Ich glaube, da könnte man ganz gut penetrieren, wenn er gerade steht. Holt er dann wahrscheinlich nicht. Wir gucken mal, 350 mm hier an der Turmfront. Ja, ist nicht viel der untere Balken hier noch, ne? Aber ja, 350 ist halt schon mächtig. Also selbst dafür, dass das gerade ist, wenn man dann Holdown steht, nur wegen. Ja, damit kann man, denke ich mal, schon arbeiten. Ja, der kleine Strich 300. Dann haben wir hier 250 an der Kanonenblende und die Seite von dem Turm dort. Ja, aber Kanonenblende auch stark gewinkelt. Also, ja, schwer zu penetrieren. Hier haben wir 240, das habe ich schon im Bild gesehen. 240 hier, gerade Platte. Das könnte safe penetriert werden. Also ich denke mal, das könnte ein kleiner Weakspot sein. Mal aber abwarten. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich will mich da noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Am Ende wird es vielleicht doch ekelhaft, weil du hier nur diesen kleinen Einschusskanal hast. Ja, ansonsten hier noch 230, die aber echt gute Winkel sind, also bei der Kanonenblende ringsrum, das am Turm, dann hier hinten noch die zwei, also würde ich jetzt nicht sagen, 200 Oberwanne, steiger Winkel, würde ich sagen, kann auch was ab. Dann haben wir hier 190 abgerundet, 180, 165 die Schulterplatten und da würde ich sagen, ja, die sind jetzt nicht ganz so steil. Also wenn der Panzer jetzt nicht Holdown steht, kann man, denke ich mal, durch, wenn er Holdown steht. Gut. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, wenn er Holdown steht und ihr seht, die Platten seht ihr auch schon eh die Unterwanne, da könnt ihr safe vorne durchschießen. Ja, aber auf gerader Fläche, denke ich mal, wird es da gehen.
160, die sind halt in einem krassen Winkel. No-go, meiner Meinung nach. Dann, fuck, Alter. 150, aber der sieht halt so komisch konstruiert aus irgendwie. Ich muss da selber gerade mal drauf klarkommen überhaupt. Also, das sieht halt alles irgendwie komplett weird aus. Unterwanne 145, kein guter Winkel, also da ist safe Pen. Das schon mal als Weak Spot festhalten. Unterwanne auf jeden Fall. 105, ja, das kannst du dir schenken. Das kannst du dir auch schenken. 100 mm. Diese Turmseiten, aber wenn du genau drauf guckst, boah, die haben einen guten Winkel nach oben und unten, ne? Also weiß ich nicht, ob das geht. Der ist halt echt komisch gebaut. So, 90 mm Seitenpanzerung. Okay, damit kann man arbeiten auf jeden Fall. Sidescrapen würde ich nicht, weil dann kommen die Schulterplatten auf der geraden Fläche. Hier, okay. Ja, untere Wandseite 65. Hier nochmal 60. Was ist das hier hinten? Das ist ja eine Ausgeburt. Also ich kann es gerade nicht anders sagen, das sieht so komisch aus. Nummer 50, Turmdach und Heck 45 und Motordeck. Ja, hier 40, 30 und 20, Alter. Ja, also Panzerung würde ich jetzt einfach mal sagen, ist eine kleine Überraschungskiste. Der ist, denke ich mal, zu eklig gewinkelt, um da safe irgendwo Pens zu machen. Ich hoffe auch, ich habe schon manche Bilder heute auf Facebook gesehen mit dem Matchmaking, dass ich jetzt keine Runden kriege, wo hier 20.000 von denen rumfahren. Ich hoffe wirklich, zu der Uhrzeit jetzt nach der Spätschicht hat sich das ein bisschen gelegt. Weil, ja, ich habe halt keinen Bock gegen übel viele dagegen anzutreten. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, wäre so ein gutes Training gegen sich selber auch zu bestehen, aber es wäre halt ultra nervig. Kommen wir zu den Modulen. Wir haben 1000 PS, das ist ordentlich, 40 vorwärts, 15 rückwärts, 16,6 PS pro Tonne. Der hat ein gutes Leistungsgewicht. Ich glaube, ich ändere auch nochmal was an Zubehör, wo ich das jetzt gerade sehe. Ich glaube, der macht die 40 safe, dass du da die Endgeschwindigkeit erhöhen kannst. 2200 HP, das ist okay. Erkennbarkeit in der Bewegung 409, Sichtweite 512. Ich habe jetzt gerade eine Optiken drin, deswegen, das werde ich dann vielleicht nochmal tauschen. Ja, wir haben 20 Grad nach oben, 10 Grad nach unten. Ein Reload von 7, also 8 Sekunden knapp. Genauigkeit 0,28, das ist geil. Zielauffassung 2,1. Ja, das geht noch. Wir haben AP und Heat. Okay. Mit der AP komme ich klar, eine Heat ist halt immer so, ja, Wir haben eine DBM von 3100, das ist okay. 265 Pen auf der AP, 330 auf der Heat mit 420 Alpha. Die AP fliegt 1200 Meter schnell, die Heat 1000, das ist okay für eine Heat. Ja. Mannschaft ist die vom E5 bei mir, Waffenbrüder, Nachladengenauigkeit, Reparatur, Sechsersinn, Weitsicht, Genauigkeit einer Turmdrehung, Kettenreparatur und Tarnung nochmal. Loadout bei mir 23 AP, 20 Heat, 2 HE. Ja, Zubehör seht ihr schon, Ansatzer, Stabi, Optiken, Medkit, Rapkit, Ration. Die Optiken, wie gesagt, würde ich wahrscheinlich, ich würde mal eine Runde mitfahren und die andere Runde würde ich mal hier mit dem, nee, hier das, was die Höchstgeschwindigkeit erhöht, fahren, weil der ein gutes Leistungsgewicht eigentlich hat mit 16,6 PS pro Tonne. Und ich denke mal, das macht den noch ein Stück mobiler. Das habe ich ja auch schon beim 116er war das jetzt, glaube ich. Das war 116er, ich glaube, ja. Gemerkt. Ja. In diesem Sinne, wir gehen jetzt blind rein. Ich habe wirklich keine Ahnung, was mich erwartet. Die Stats sehen ja immer schön und gut aus. Wir lassen uns jetzt überraschen und ich hoffe wirklich, dass hier nicht 20.000 davon rumfahren. So, wir sind in der ersten Runde. Ich traue mich gerade gar nicht. Komm. Okay, vier bei uns. Vier im Gegnerteam, das geht eigentlich. Ich habe heute Lobbys gesehen auf Facebook, da war das halbe Team einfach nur aus den Teilen. Mal schauen mal. Oh, Begegnungsgefecht. Ich glaube, ich werde mich dort rüber verziehen.
Weil der Gegner spawnt eh schon oben auf dem Hügel. Die haben die Holdown-Position. Das ist ungeil. Da will ich nicht sein. Dann würde ich hier wahrscheinlich Holdown snipen. Da ist nämlich, glaube ich, schon der erste, oder? Zehn Grad Impression kann man halt auch bald arbeiten. Er hat auf jeden Fall schon gut kassiert. Okay, war schnell eingeaimt. Da ging auch noch ein. Pixelshot. Okay. Kann mich nicht beklagen. Ja, was ist da jetzt der Weak Spot, ne? Offen, uncool. Offen, uncool. Light, Medium. Irgend sowas in der Richtung. Boah, Borask. Nein! Tust. Ich wollte ihn noch auffangen. Ich würde jetzt einfach mal aggressiver ranfahren und gucken, was passiert. Einfach mal testen. Der Rheinmetall. Okay, da hat er wohl passiert. Ich hoffe, hier steht nichts rechts gleich. Okay, gebaut. Boah, die Seite von ihm. Deswegen habe ich ja gesagt, die. Okay, Turmseite geht klar. Halt aufpassen. Der Grille gebounced. Oh, live auf Video. Geil, Alter. Geil. Okay, jetzt kommen die Hash und HE. Also ich glaube, wir sind hier wirklich mit dem Ding, wenn der Holdown steht. No fucking way. Und ich brauche nicht gegen mich sein. Ich krieg hier halt nur HE ins Gesicht, ne? Das ist ja richtig unangenehm. Bist du eigentlich da, Kollege? Hey, Team! Team, die sind frei auf mich gerade fixiert, ne? Also, ihr könntet da ruhig mal ein bisschen. Alter, 3200 abgewehrt. Das ist halt das, was ich meinte. Ich habe da so, wo ich den schon angekündigt gesehen habe, habe ich schon so leichte Dings-Vibes gehabt. AAT-60. Weil. Ich habe mir schon gedacht, wenn ich das Schadensmodell sehe, der Tank, wenn der Holdown steht, hat dann Prost Mahlzeit. Jetzt mal HE ins, ich glaube, ich muss mehr HE mitnehmen, weil wenn die Leute dir HE entgegenschleudern, das ist ja richtig uncool. Die arbeiten dich halt trotzdem Stück für Stück runter, ne? Ja, ich würde es jetzt halt echt feiern, wenn mein Team mal ein bisschen aus dem Knick kommen würde. Weil ich hier alleine stehe. Und das poppt halt auf Dauer auch nicht. Ich muss jetzt auf Peak laden, Alter, und hoffen, dass ich den FV rauskriege. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe hier leichte AAT-60-Vibes gehabt.
weil der Panzer schon sehr komisch aussah von der Konstruktion her, und das hat sich ja jetzt auch bewahrheitet. Knapp vorbei, okay. Zeit zum Einziehen. Das wird jetzt eklig. Ich glaube, ich ziehe mich mal kurz zurück und gucke, dass der kommt. Nee, ich hab das schon gesehen, mein Freund. Dann was war das jetzt, Team? Ja, 3-6 abgewehrt, 3-3 geschossen, 4 unterstützt. Ist halt das, was ich mir dachte, ne? Also Pulldown und dann gib ihm. Was brauchen die denn eigentlich so lange auf der Insel? Gegen was kämpfen die denn da? Ja, da waren doch nur zwei Panzer, oder? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so spannend anzusehen hier. Haha. Ich muss jetzt kurz auf Zeit runden. Mann, jetzt nicht cappen, Jungs. Alles bloß nicht cappen. Oh. Oh, wait a minute. Das ist jetzt aber actually uncool mit dir dort. Diese Wanne ist auch so komisch gebaut, ey. Krass. Krass. Das ist wirklich ein Teil. So, da laden wir jetzt die Heat und wir probieren jetzt nochmal auf seiner Seite, also von uns aus gesehen, rechts dort durch den Turm zu kommen. Okay. Das war die Stelle, die nur für 240 mm gedacht war. Okay, er kommt durch. Schieß, Alter. Oh, Bruder muss los. Das ist so ein 50-50-Ding, wa? Was willst du jetzt eigentlich von mir? Oh. Ja. Lass ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. 4000 geschossen, 700 unterstützt, 4-7 kombiniert, 5-9, also knappe 6k gewährt, mitten an der Front, nur über den Turm. Wer ist also hands down, erste Runde, und ich denke mir schon, mein Teil, da brauche ich nur die eine Runde, weil das absolut ekelhaft ist, gegen den Huldau zu kämpfen. Wenn du die Wanne siehst, ist wahrscheinlich noch gut möglich, aber nur der Turm, Digga, wir machen eine zweite Runde, ab geht's. So, wir sind in der zweiten Runde, Teamzerstörung, bei uns und 4 im Gegnerteam. Oh, ein Arti. Ich würde gerne auf den Hügel fahren, aber mit Arti
Naja, ich habe übrigens auch den Slot mal gewechselt, also Sichtweite ist weniger, wie ihr seht. Ich habe dafür jetzt das Antriebssystem dabei, um nochmal 10 PS mehr rauszuholen. Oh, ich würde eigentlich schon gerne Hügel fahren, ne? Aber mit Arti und gegen 4 davon weiß ich jetzt halt auch nicht, ob ich lieber unten nach. Ja, wohl nee, ich muss nach oben. Das sieht halt auch wirklich, also ästhetisch ist halt anders. Obwohl ich jetzt sagen muss, hier auf den Hügel hoch, schafft er halt ja nicht mal seine 40, ne? Also hier wäre das der Antriebsstrang wahrscheinlich noch mal besser gewesen, um mehr Motorleistung rauszuholen. Ja gut, muss man jetzt mal schauen, wie man es macht. Also das mit der Sichtweite war auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich konnte da drüben dann schön spotten halt auf der einen Map. Der ist halt zu nah am Hügel, da kann ich nicht unterschneiden. Was kommt hier? Eine Badger, die ist Frischfleisch, die ist, denke ich mal, safe nicht gewachsen gegen uns. Kommt drauf an, was die im Backup haben. Wenn hier keiner von den MBTs natürlich langkommt, wäre das ultra sexy. Weil dann kann man hier, richtig assi spielen. Ja, Badger geht schon in Rückzug ein. Objekt 7-8, na gut, jetzt hat mich der da unten gespottet. Warte mal. Mach das nochmal, Kollege. Ah, hat er Schwein gehabt. Ich muss erstmal hier oben helfen. Digga, das war jetzt nicht deine Angst. Das war jetzt aber echt nicht dein Ernst, oder? Der S kommt halt eine gute DWM, ne? Okay, der hat sich jetzt, schön eingepackt. Versammelt. Arti hat auch schon, das ist stark. 3, 3. Das fühle ich überhaupt nicht. Okay, der hat ja gar kein Problem, mich zu penetrieren. Oh, hau doch ab, Alter. Wo ist unsere Arti? Gar keinen Support, ne? Das ist halt, da brauche ich nicht weiter kämpfen. Deswegen hasse ich mittlerweile den Hügel. Das macht keinen Sinn so. Bräuchte, um da oben Huldown zu spielen, bräuchte ich halt meine Ruhe und die habe ich halt nicht. Nicht mit einer Arti, die da hier alle paar Sekunden reinhämmert. Ich muss halt gucken, dass ich das jetzt noch irgendwie anders spiele. Da ist die Badget. Die können wir mal noch spotten. Meine, wir haben ja noch ein bisschen Map Control, ne? Es ist ja halt nicht so, dass alles hier auf verlorenem Posten ist. Wohl viel. Alter. Das kann jetzt ganz schnell gleich vorbei sein. Oh, der stark, stark. Wichtig. Ich darf jetzt halt nicht vom Open Field hier kassieren. Halt die Badge.
jetzt mir noch nicht erzählen, dass da keiner rankommt an die. Das Kuh, der steht so schön. Ja, bleib so stehen. Er hat es hinter den Stein geschafft. Oh, ne Low-Roll, was? Erzähl mir doch nichts vom Weihnachtsmann. Oh, jetzt ist aber unser Open Field auch ganz gut gestorben gerade. Ich weiß nicht, was ich euch jetzt noch erzählen soll. Ach, Gottes Willen. Bin ich gerade ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Gegen das 87 habe ich halt auch eigentlich wenig Böcke zu kämpfen. Kann ich halt auch nicht mehr droppen lassen, weil die Badge ist schon hinter mir. Starkes Team auf jeden Fall. Also da hätte viel mehr kommen. Der MBT auch am Anfang, der sie weggeworfen hat. Alter, kannst du dir nicht ausdenken. Mit dem Highlander auch. Was macht er hier unten? Alter, geh nach oben mit. Egal, wir regen uns nicht auf. Wir konnten, denke ich mal, trotzdem ordentlich noch was rausholen aus der Runde. 4000 geschossen, 1000 unterstützt, knappe 4k wieder abgewehrt. Boah. Also alleine aus diesen zwei Runden weiß ich jetzt schon, dass der Panzer eklig wird. Er ist nicht unzerstörbar, das ist auf jeden Fall cool. Aber er wird eklig. Er wird eklig. Ich werde nochmal den ein paar Runden fahren. Vielleicht ändert sich da nochmal meine Meinung. Sorry. Aufgestoßen. Aber was ich jetzt hier so gesehen habe und auch vom Feeling her, fühlt sich halt wirklich, wirklich solide an. Wirklich stark. Gunhandling kann man nicht meckern. Mobilität, okay. Mit dem Topspeed jetzt war eigentlich bergab dann ganz gut mit. Nochmal 4 km/h mehr. Weiß ich nicht, ob das final so bleibt. Ich lasse es erstmal. Ja, die AP fühlt sich gut an. 265 mit 1200, das ist okay. Heat mit 330. Ja, kann man machen auf jeden Fall. HE werde ich jetzt auf jeden Fall noch hier ein paar mehr mitnehmen. Eben, falls man gegen sowas mal mehr ran muss. Man hat genug Munition eh mit, dann machen wir 5 HE raus. Ja, also wirklich geiler Move für einen geschenkten Panzer. Dass es der sein musste, ja, fragwürdig, aber das ist erstmal meckern auf hohem Niveau. Ich find's cool von Wargaming und ja, mal schauen, was noch so auf uns zukommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gern ein Like da, schaut auch gern bei Twitch bei mir vorbei. Ich denke mal, im nächsten Stream werde ich den auch nochmal erfahren. Also Fazit jetzt, absolut starkes Teil auf Stufe 10. Absolut starkes Teil. Und ja, bis dahin reingehauen, Freunde.